Ja, guten Morgen zusammen. Heute mal wieder ein kleines Depot-Update. Das heißt, ich habe zwei Positionen verkauft. Und zwar CITIC Pacific und Gazprom. Ich werde euch einmal kurz durchführen, warum ich diese beiden verkaufe und wie die sich so entwickelt haben. Und ja, dann habe ich auch schon eine Ersatzaktie gefunden. Das heißt, eine Position werde ich direkt wieder aufstocken. Die andere Position bleibt erstmal leer, bis ich was Vergleichbares gefunden habe. Ich stelle euch das einfach einmal vor und ja. Ja, ich bin Stefan. Ich zeige dir, wie ich in Einzelaktien investiere. Und drück jetzt auf Abonnieren und los geht's. So, du siehst jetzt hier einmal die Übersicht über die Transaktionen, die ich jetzt machen möchte, beziehungsweise die ich gerade ins Orderbuch eingegeben habe. Es ist noch 7:11 Uhr, das heißt, die Order ist noch nicht ausgeführt. Die dürfte aber jetzt in einer Stunde, denke ich, durchgehen. Und ja, deswegen zeige ich euch das einfach einmal kurz, wo wir uns befinden. Also ich verkaufe CITIC Pacific und Gazprom. Das sind meine beiden Positionen, die ich verkaufen werde. CITIC Pacific nach wie vor mit 12 Punkten immer noch ziemlich hoch bewertet. Die Dividendenrendite ist allerdings auf 5,4% gesunken. Und für eine Aktie aus China ja, ist mir das jetzt ein bisschen zu heikel. Wir schauen jetzt auch einmal kurz auf die beiden Chartbilder. So, wir gucken jetzt hier einmal auf das 10-jährige Chartbild. Also ich habe die Aktie hier unten gekauft bei 5,50, also ein bisschen mehr als das, also 5,30 war das der Tiefpunkt. Ich habe sie bei 5,50 gekauft, jetzt sind sie hoch auf 8,67. Das heißt, der Gewinn liegt irgendwie so ungefähr bei 50% aktuell. Ja, warum verkaufe ich? Ja, wir sind jetzt wieder bei einem relativ, bei einem Preis, der halt auch in den letzten 10 Jahren immer mal wieder vorkam. Wir sind schon oberhalb von dem Tief hier unten, ungefähr noch bei diesem Tief, ein bisschen drunter. Und deswegen denke ich, ist das jetzt gerade keine dumme Idee, die Position wieder zu verkaufen. Man weiß halt nie, ob es hier wieder einen Rücksetzer gibt oder so. Und deswegen gehe ich dort einmal raus. Ja, ähnlich sieht es bei Gazprom aus. Wir sind jetzt hier bei wirklichen Höchstkursen bezogen auf die letzten 10 Jahre. Wenn man das auf immer ansieht, sind wir auch aktuell bei einem relativ hohen Kurs. Und das ist jetzt halt einfach der Hauptgrund, warum ich sage, ich gehe da raus. Also das sind jetzt 10 Jahre, die letzten 10 Jahre. Ich denke durchaus, dass die Aktie nach wie vor Potenzial nach oben hat. Kann durchaus passieren, aber mit der Situation mit Russland aktuell habe ich mich jetzt erstmal dagegen entschieden, die weiter zu halten. So, des Weiteren sehen wir jetzt hier die beiden Positionen, die ich jetzt verkaufen werde. Also wir reden hier einmal von 58,81% plus und einmal von 27,86%. Hier 15.12. habe ich sie gekauft. Jetzt heute verkaufe ich sie am 13.05. Das heißt, es ist so ein knappes halbes Jahr ungefähr, dass ich die Aktie gehalten habe von CITIC. Also das ist sehr, sehr positiv gewesen. Und hier ist es ein bisschen weniger als ein Jahr mit 27,86%, aber durchaus auch eine attraktive Sache. Bei CITIC habe ich in der Zwischenzeit, soweit ich das registriert habe, keine Dividende bekommen. Das heißt, da läuft es ohne Dividende. Und bei Gazprom komme ich mit 5,2% ungefähr, die ich rausbekommen habe nach Quellensteuer und so. Also eigentlich waren es 8. Aber ich habe das hier ein bisschen reduziert, komme ich halt so auf 33%, also durchaus beides ganz solide Werte. Ja, gucken wir noch einmal kurz drauf, was ich jetzt kaufen möchte. Also ich möchte NAV Global FPO kaufen. Das ist eine Fondsgesellschaft, die, wie ihr seht, eine sehr solide oder sehr hohe Dividende aktuell auszahlt, eine gute Investmentrendite hat von 15,3%. Und auch die Unternehmensrendite mit 16% ist sehr, sehr gut. Also gutes Geschäftsmodell, gute Investmentrendite, gute Dividendenrendite. Sie schütten sehr, sehr viel aus, recht viel aus, aber dafür kriegt man halt auch wirklich eine hohe Dividende aktuell. Genauer schauen wir aber nochmal in einem gesonderten Video da rein. Ja, schauen wir einmal kurz vielleicht nochmal auf die Position, die ich aktuell habe. Also Gazprom ist die letzte Position, die aktuell noch bei mir im Depot liegt. Das heißt, das sind die 8 Positionen, die ich aktuell ja, halte. Wie ihr seht, bin ich 14,59% im Plus aktuell. Ja, ist sicherlich ein ganz solider Wert, vor allem weil ich die meisten eigentlich erst ein halbes Jahr habe. Also die hier, die habe ich alle nur ein halbes Jahr und da sind 14%, finde ich durchaus ein solider und guter Wert, vor allem weil das halt alles keine Zockpapiere sind, sondern das sind alles echte Investments.
Ja, negativ auffallen tut AGL Energy. Der Kurs ist inzwischen sogar um 25% eingebrochen. Ich sehe es immer noch so, dass AGL Energy nach wie vor ein gutes Investment ist. Deswegen bin ich auch weiterhin dort investiert. Eventuell steht demnächst mal eine Nachkaufoption an. Aber ich kaufe ja nicht so oft nach. Das heißt, ich muss da noch ein bisschen warten, um halt größere Risiken noch weiter ausschließen zu können. Und ja, der Rest hat sich ganz gut entwickelt. Relativ blöd ist hier Whitehaven Coal gelaufen. Die waren schon bei 50, 60% im Plus. Ich hatte mich entschieden, sie zu halten, weil ich denke, dass da noch mehr drin ist, was vom Chartbild her, denke ich, auch nachvollziehbar ist. Ich kann euch das einmal kurz zeigen. Hier Whitehaven Coal. Das ist das Chartbild über die letzten Jahre, also hier seit 2006. Und wie man sehen kann, sind durchaus Kurse hier so um 2,50, denke ich, nicht unrealistisch. Wir sind gerade bei 1,25, wir waren bei 1,76. Ja, das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass dort noch um einiges mehr drin ist. Und wir sind auch nach wie vor im Aufwärtstrend. Also wenn wir uns das einmal hier auf ein Jahr runter angucken. Hier habe ich gekauft, bei 80 Cent oder sowas. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau auswendig. Und dann ist die Kohleaktie hier ziemlich durch die Decke gegangen. Dann haben wir eine relativ lange Seitwärtsbewegung gehabt. Und dann ist sie nach der Seitwärtsbewegung wieder nach unten gegangen. Aber nichtsdestotrotz sind wir immer noch hier höher als hier in den Tiefs. Ist natürlich jetzt der richtig schöne Aufwärtstrend, den wir noch hier hatten, der ist natürlich gebrochen. Aber nichtsdestotrotz im Vergleich jetzt hier zu diesen Tiefs ist nicht unrealistisch, dass wir eine gewisse Umkehr dort sehen. Und ja, deswegen, also bei Whitehaven Coal dumm gelaufen, aber nichtsdestotrotz denke ich nach wie vor ein gutes Investment. Und das Ziel ist halt hier sowas. Wenn man sich mal anschaut, wenn man jetzt so einen Aufstieg mitmachen würde, ich sag mal jetzt irgendwie so von hier so nach dort oben, dann war das von 2015 bis 2017, ist also eine relativ lange Zeit, ist ja über 2 Jahre und ich denke, mit sowas muss man hier auch rechnen, dass das eine gewisse Zeit dauert. Ja gut, das war das Neueste zu den aktuellen Verkäufen und wie gesagt, das nächste Video wird sicherlich ein Video über meine neuen Investments sein, also abonniere vielleicht den Kanal, dass du das nicht verpasst. Und wie du siehst, es lohnt sich durchaus. Also bleib dran, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.